Hallo, mein Name ist Sebastian und ich zeige Ihnen heute, wie Sie in PowerPoint Looping-Videos erstellen und damit Ihre Folienpräsentation noch ansprechender gestalten können. Um so ein Looping-Video in unsere PowerPoint-Folie einzubinden, öffnen wir zunächst PowerPoint und öffnen dann zum Beispiel so eine Vorlage hier. Drücken auf Erstellen und sehen hier unsere Titelfolie. Genau. Um jetzt zu sagen, nee, wir wollen hier kein Bild, sondern ein Video, gehen wir auf Designideen und Sie sehen, uns wird direkt hier von PowerPoint ein Looping-Video empfohlen. Das sehen Sie unten an dem kleinen Icon, dass es sich um ein Video handelt. Wir können jetzt hier einen Titel noch dazu hinzufügen. Das Ganze jetzt mal in der Bildschirmpräsentation ansehen, sehen Sie eben, dass, wenn Sie zum Beispiel jetzt eine Präsentation halten oder so und die Startfolie läuft im Hintergrund, ist es eben ein bisschen ansprechender als ein Bild und denke mal, ist eine gute Alternative, um da ein bisschen mehr Power, ein bisschen mehr Action reinzubringen in Ihre Präsentation. Das ist die eine Variante, wie Sie ein Video einbinden können. Aber eventuell haben Sie ja auch eigene Videos, die Sie einbinden möchten. Dafür habe ich hier mal unsere Firmenpräsentation vorbereitet, um Ihnen hier mal zu zeigen, wie das Ganze gehen kann, wenn Sie ein eigenes Video einbinden wollen. Da gehen wir dann nämlich nicht über Entwurf und Designideen, sondern wir fügen ein Video ein, das wir schon uns zurechtgeschnitten haben. Maximal 14 Sekunden darf das Video lang sein. Und gehen dann hier auf Video und wählen auf unserem Computer ein Video aus. Das Endteam-Looping-Video. Und dieses Video wird jetzt hier auf unserer Folie platziert. Wir werden es noch anpassen. Das Ganze auch in den Hintergrund bringen. Dann, weil wir ja hier diese Schräge haben, können wir hier mit dem Video ruhig noch ein bisschen nach rechts gehen. Das Ganze zentriert dazu zeigen. Genau. Und jetzt gibt es noch eine Eigenschaft, die wir natürlich verändern müssen, damit das Video auch als Loop gespielt wird. Wir gehen hier auf den Menüpunkt Wiedergabe und klicken hier Endlos wiedergeben. Dann werden wir noch hier einstellen, dass das Video automatisch startet und können uns das Ergebnis gleich anschauen. Vorher werden wir noch hier, wenn das Video ausblendet, dass es kein harter Cut wird, wenn es wieder an den Anfang springt, werden wir hier noch eine Sekunde eingeben und schauen uns das Ergebnis mal an. Und sehen eben hier, dass unsere Startfolie, die ja meistens bei einer Präsentation am Anfang läuft und auch eine gewisse Zeit im Hintergrund auch vielleicht zu sehen ist, einfach somit ein bisschen ansprechender gestaltet werden kann. Wenn Sie jetzt diese Funktion verwenden möchten, aber kein eigenes Video zur Verfügung haben, diese Funktion aber gerne trotzdem nutzen möchten, können Sie wie gesagt diese Funktion der Designideen von PowerPoint selbst nutzen oder eben einfach im Internet Looping-Videos einfach mal eingeben und werden dann eine Reihe an Möglichkeiten finden, um eben auch kostenlose oder eben bezahlte Version von Looping-Videos zu erhalten. Zum Beispiel hier jetzt auf der Seite Pixabay gibt es dann eben die verschiedensten Vorlagen, aus denen Sie wählen können und somit eben Ihre Folien ansprechender gestalten können. Probieren Sie es einfach mal aus. Ja, das waren die Looping-Videos in PowerPoint. Probieren Sie es gerne mal aus. Wenn Sie Fragen zu dieser Funktion oder anderen Tools aus der Office 365-Welt haben, melden Sie sich gerne bei uns. Wir sind für Sie da und unterstützen Sie.